Hallo, meine Lieben. Das ist eine Kartenlegung für dich, ganz allein, Männlein, Weiblein. Ich rede nicht mehr über Venus Rückläufigkeit. Ich bin durch. Ihr könnt ja gucken in die früheren Videos. Diese Legung ist nur für dich. Ich kenne da nicht, weil ich bin in meinem Flow und es ist mir wichtig, meinen Flow weiterzumachen. Ja, das ist eine Kartenlegung, die ist kollektiv. Das bedeutet, es kann passen für dich, es kann auch nicht passen. Bitte wirklich genau gucken. Ne? Bist du in der Energie oder nicht? Ich gebe so viel Information, wie ich kann. Ne? Und schau dir, ob es passt oder nicht. Es sollte dir helfen, reflektieren deine Situation. Es zeigt Tendenzen, wohin es führt. Es gibt viele Sachen, was man in oberer Machthand ist. Und ja, es einiges zeigt dir im Voraus. Genau. Ja, schauen an, mach dir Gedanken, reflektiere dich und schauen wir, was passiert. Ich mache immer in Zukunft also samstags und sonntags Videos. Einmal ist du und er und einmal ist nur du. In diesen Legungen werde ich im Voraus machen sozusagen, weil ich möchte am Wochenende keinen Abstand haben von Kartenlegen. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden und so weiter verbringen. Auch weil dann drehe ich nicht Videos und vielleicht auch für manche Sachen vorbereiten mich. Und ja, aber du kannst auch in der Woche schauen. Es wird immer Tagesbotschaft geben, vielleicht eine weitere Erregung und ja, ich habe schon zuvor gesagt, bei den Fischen, glaube ich. Ich werde Sternzeichenlegung machen, aber ich dann werde alle auf einmal aufladen. Weil ich habe gesehen, ich werde den Voraus vorbereiten, weil ich komme so unter Druck und Stress. Das tut wieder dir gut, noch mehr, oder? Letztendlich möchtest du mich erleben. In voller Kraft, weil diese Woche war mir sehr, sehr wichtig, die zu machen, aber ich merke, wie viel ich gebe in den Karten, besser sagen, durch den Kartenlesen. Das ist auch Energie. Ich fließe, ich bewege mich ich bin in Verbindung mit irgendetwas, was auch immer das ist. So, jetzt schauen wir, was ist bei dir jetzt gerade los im Leben. Es kann passen, es kann auch nicht passen. Schau bitte nach. Ich freue mich für jeden Like, für jeden Kommentar, für jeden Abonnement. Du kannst auch die Glocke einschalten, dann wird jedes Video gleich irgendwie mitgeteilt, dass es jetzt gerade online ist. Und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auch, über negative Rückmeldungen, wenn sie ist, sind konstruktive Kritik. Ich weiß, dass ich bin eine Katastrophe im technischen Bereich. Ich werde dieses Wochenende, wenn dieses hochgelegt wird, werde mich damit auseinandersetzen. Das ist der Plan. Und einiges auch ändern. Und im Laufe der Zeit wird es dann auch richtig gemacht. Also ich habe viele Ideen, aber eins nach dem anderen. Weil irgendwie bei mir nicht so alles funktioniert, wie ich das gerne hätte. Und das macht frustriert. Aber für mich ist wichtig, dass ihr erstmal bekommt diese Lehrungen. Auch wenn es ist nicht perfekt und alles drum und dran mit keinem Vorspann, bla 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 bla, Hauptsache ihr bekommt, das ist das Wichtigste, mit dem rosa, rot und Glitzer, das ist Sache von Zukunftsgeschichte, wenn ich mehr in Übung bin. Aber das nehme ich ja natürlich jetzt gerade auch vor. So, jetzt fangen wir an mit deiner Legung. Der Herzensmann ist ganz, ganz am Anfang. So, es geht zwischen euch einiges zu klären. Das ist ganz klar. Ihr müsst auch einiges klären, aus einfachem Grund, weil ihr beide auch das braucht. Er wahrscheinlich wird mit seinen Freunden unterhalten. Oder auch jemand, dem er vertraut, im Freundeskreis, genau, auch jemand aus Verwandten und so weiter. Also jemand, der für ihn ist loyal auf jeden Fall.
Es geht auch um Entscheidungen, die Veränderungen, die transformieren, aber irgendwie momentan guckt er nicht, weil erstmal muss mit dir einiges klären und hier geht es hinter dir auch die Aufregungen und Unklarheiten. Ja, auf jeden Fall, dass es zwischen euch braucht man Klarheit und auch möglicherweise manche plötzliche Erkenntnisse werden stattfinden, die emotional werden vielleicht auch ein bisschen auch rütteln. Du bist entweder in Distanz oder in Trennung. Du sagst irgendwie so, ich schaue in die Veränderung in meinem Leben. Ja, ich spreche mit deiner Freundin oder einer Frau. Ich momentan auch vielleicht eine Einladung nicht annehme oder möchte auch nicht. Die Familien stehe ich auch so lasse. Ich momentan mich gewisserweise abschotte, was ist auch sehr gut, weil ich meine, es ist in dieser Venusrückläufigkeit, sollte man auch in Tiefe gehen. Weil du gewisserweise fühlst dich, in Klarheit musst du kommen. Und diese Klarheit willst du bekommen, entweder in eine Distanz oder auch in einen Abstand. Oder du sagst, okay, das ist der Zeitpunkt zu trennen. Glaub mir, wenn du jetzt hast entschieden zu trennen, nach dem 3. September wirst du andere Meinung haben. Überleg dir ganz genau. Weil bis dahin wird noch so viel Kuddelmuddel sein. Nimm dir Zeit, um einige zu klären. Ja, die Beziehung ist ein Verlust und es ist auch Ende, Ende. Entweder Transformation von der Beziehung oder es ist ein Ende. Das zwischen euch gibt es, es ist starke Liebe, es ist neue, es ist auch lebenslange Liebe. Das ist eine Liebesbeziehung über lange Zeit. Nur das Problem ist, hier ist das Leben nicht das Problem. Die Liebe in dieser Geschichte ist nicht das Problem. Ihr habt Gefühle. Es gibt andere Probleme zwischen euch. Ich kann das nicht sagen, was es geht, weil das ist eine Kollektivlegung. Aber Liebe ist nicht das Problem. Liebe auch zum Heim, vielleicht auch Verträge mit Heim, also zu Hause, Familie. Vielleicht möchtest du auch abbrechen, die Beziehung. Aber in Kürze wird auch für dich ein Freund wahrscheinlich eine Rolle spielen, vielleicht das wird so versuchen, euer Freund zwischen euch mit in Verbindung setzen und werden versuchen irgendwie, hey, rede mit ihm und bla bla bla. Ne? Und das kann auch sein, es kann auch sein, ja, bei ihm ist es so, dass er schaut auf die Nachrichten, irgendwie braucht auch Nachrichten, die bei ihm auch einkommen. Und diese Nachrichten sind blockiert. Vielleicht er hat dich blockiert, er hat sich blockiert, also dich blockiert oder du hast ihn blockiert. Es geht um Nachrichten und die kommen nicht durch. Das kann sehr gut sein. Und er ist kummervoll. Weil er Kummer hat und Aufregungen und alles Hektik und so weiter wegen diesen Blockaden. Also den Jungen geht es nicht gut, deinen Herzensmenschen. Der ist not amused. Vielleicht hat auch bei dir sehr lange gedauert, dass du sagst, so jetzt es reicht mir, jetzt mache ich Punkt statt Kummer. Aber ich sage dir, bis zum 3. September wird nichts bringen. Du wirst vieles erkennen. Aber es ist aussprechen und durchziehen, meiner Erfahrung nach, bringt nichts, weil es ist momentan so viel umgestellt wird, man so viele Erkenntnisse hat. Und auch man viel auch auseinandersetzt mit sich, dass es macht keinen Sinn, jetzt gerade einen Entschluss zu machen, was für weitere 10 Jahre ist oder 20 Jahre oder wie auch immer. Das ist sowas wie, unter dem großen Stress sollte man nie Entscheidungen treffen. Die nehmen längeren Zeitraum als, was weiß ich, 1, 2 Wochen. Auch wenn man einem sehr, sehr schlecht geht, vor allem wenn man ist zum Beispiel instabil oder depressiv, sollte keine Entscheidungen treffen, die sind langfristiger als ein paar Monate. Weil das erstens ist nicht gut, außerdem man aus Gefühl reagiert, man vielleicht auch in anderer Verfassung, wenn man stabiler ist, würde eine andere Entscheidung getroffen. Ne? Das ist meine Erfahrung und ich habe auch das auch gewisserweise auch beobachtet. So, was bei deinem Herzensmenschen ist los? Er hat
Neuanfang, ich nehme hier nicht raus, ich bin wieder ein bisschen durch den Wind. Er hat neue Gespräche, den Neuanfang mit einer Frau. Vielleicht geht es hier auch um die Trennung, vielleicht auch aus Schwiegermutter hat zu tun oder Mutter hat auch zu tun, ne? Oder auch amtliches. Amtliche Nachrichten, es geht um Geldnachrichten von der Arbeit. Es kann auch sein, dass er vielleicht mit deiner Frau in Verbindung tritt und es geht um irgendwelche Behörden, auch Ämtern oder auch Trennung. Das kann auch Mutter sein, das muss nicht immer sofort Rivalen sein, ne? Du weißt deine Situation am besten, ne? Für dich, was das dein Schicksalspfad ist, im Haus, das kleine Glück, du brichst irgendwohin auf, zu einem Gespräch, vielleicht sogar emotionalen Gespräch. Ein Gespräch, der nicht einfach ist. Und es geht um auch verdeckte Gefühle. Das kann sein, dass du hast Gefühle, die du nie ausgesprochen hast. Oder was in dir drinnen buddelt. Daraus wird, was auch immer, was da besprechen wird, das ist auch geheim, wird entweder man entscheidet, das Geheimnis zu behalten oder man ein Geheimnis offenbart. Bei Geheimnis lege ich nicht auf, weil ich weiß nicht, weil das es absichtlich ist, das was es noch nicht bereit zu wissen ist. So, was schauen wir? Hier geht es um dich, um die Liebe, um die Beziehung, um den Herzensmensch, um dich, ja. Und die Nachricht auch um die Arbeit. Die Arbeit hat mit Schicksal zu tun und mit auch geheimem Geld. Vielleicht bekommst du irgendwo Geld, wo es noch nicht weiß. Es kann sein Auslandsreise, aber es kann auch Reise sein, berufliche Natur. Oder du fährst zum See, zum Meer oder See. Süßwassersee, aber auch Salzwassersee. Es wird viele Gespräche wegen Neuigkeiten sein, mit Sicherheit auch dein Geheimnis ist Schweigen drauf. Es geht jetzt um irgendwas Schweigen. Das wirst du erfahren, wenn es soweit ist. Die Verträge hast du in der irgendwas mit dem Haus oder Familie oder auch was geht auch um etwas dich stabilisieren, das kann auch sein, ne? Dass du, was weiß ich, brauchst Handwerker, musst etwas vereinbaren oder musst fragen deine Nachbarin, ob sie könnte für dich Post holen oder Pakete annehmen oder also es ist nicht gleich hier, was weiß ich, Hauskauf und keine Ahnung was. Es ist auch diese kleinen Absprachen mit Nachbarn oder auch mit Freunden kannst du bitte schauen bei mir vorbei in der Wohnung oder sowas in die Art. Ne? Das kann auch Vereinbarungen zu Verträge, also Vereinbarungen auch zu Besuch kann auch sein. Ne? Du hast kleines Glück, das ist schon wunderbar. Du hast auf jeden Fall Gutes. Auch dich und dein Partner braucht Sicherheit. Er ist auch in vielen Sachen sicher, aber er braucht auch Sicherheit. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Legung. Ich bin total interessiert, was das bedeutet. Und das, weil das ist Schweigen. Das ist schicksalhaftes Geheimnis. Bin total neugierig. Also ich liebe sowas. Das ist eine meiner Lieblingskarten, aber noch die liebste Karte ist natürlich immer die Sterne, die Erkenntnis, das Klarheit. Wenn wir wissen, wo wir stehen, können wir auch nach außen reagieren. So, meine Lieben. Wenn euch gefallen hat, hinterlasst einen Like, einen Kommentar, einen Abonnement. Ihr könnt auch die Glocke einschalten. Dann verpasst ihr keine Videos, wenn ihr das möchtet. Schaut immer wieder vorbei. Wir sehen uns spätestens in der neuen Woche. Dann bin ich außer Wochenende, dann gibt es ja diese Videos. Und genießt diese Zeit. Und ja, ich wünsche euch das Beste. Schöne Wochenende. Und schöne Zeit. Also ja, ihr bekommt das ja Sonntag, Entschuldigung. Guten Start in die neue Woche. Und ja, ich freue mich für jeden Kommentar. Bis bald.